Hallo und herzlich willkommen zu Stadtland Kunst. In Bolivien sagt man, es ist besser, sich zu verirren, als nie loszugehen. Los geht's! Und zwar nach Bolivien. Auf den Hochplateaus im Süden des Landes haben wir gleich die Ehre, mit den Yampara zu tanzen. Auf dem Boden, den sie mit ihrem Leben verteidigt haben. Wir erzählen ihre Version der Unabhängigkeit des Landes. In London heben wir Hundehaufen auf, und zwar im früheren Industrieviertel Bermondsey. Im 19. Jahrhundert konnte das Sammeln von Kot dort Leben verändern. Warum? In der kuriosen Geschichte. Können Sie eine männliche von einer weiblichen Krabbe unterscheiden? Das lernen wir heute in Kampot in Kambodscha. Denn dort kochen wir Ktam Cham Rik, Krabben mit grünem Pfeffer, den wir dafür direkt im Garten pflücken. Aber zunächst das Rätsel. Was half in Kalifornien Anfang des 20. Jahrhunderts, Todesfälle durch Ertrinken zu reduzieren? Damals sind die Küsten Kaliforniens alles andere als sicher. Nur wenige Amerikaner können schwimmen und vor dem Ertrinken schützt nur eine Leine im Wasser. Doch 1925 ändert sich alles. Warum, verrate ich am Ende der Sendung. Denn jetzt fliegen wir auf die Kanaren. Dort gibt es einen Ausdruck für tiefhängende Sommerwolken, solche, die die Sonne verdecken. Man nennt sie Eselsbäuche. Panza de Burro, so lautet auch der Originaltitel des Debütromans von Andrea Abreu, der nun in Deutschland erschienen ist. Ein Wunderkind der spanischen Literatur, das wir auf Teneriffa treffen dürfen. Weiter unten das Haus von Melva, darunter das Haus der Schwulen, noch weiter unten das Haus von Conchi und darunter der Laden von Isora. Und darunter die Bar und weiter unten die Kirche und dann das Haus von Doña Carmen. Weiter unten wusste ich nicht, weil Doña Carmens Haus für mich die Grenze der Welt war. Die bunte Welt, über die Andrea Abreu schreibt, kommt in Reisebroschüren über Teneriffa nicht vor. Die Kanareninsel wirbt dort mit anderen Vorzügen. Der Sonne Afrikas, dem Blau des Atlantik, dem üppigen Grün der Tropen. Andrea Abreu interessiert sich für das, was hinter dieser Postkartenidylle steckt. Die 27-jährige Schriftstellerin gibt Menschen aus der unsichtbaren sozialen Klasse eine Stimme, die Tourismusmaschinerie am Laufen halten. Ihr erster Roman, Panza de Burro, so forsch, so furchtlos, ist einer der meistbeachteten spanischsprachigen Neuerscheinungen 2020. Er lässt den Leser in die Arbeiterviertel im Norden der Insel eintauchen. Die 10-jährige Ich-Erzählerin träumt vom Strand, der für sie unerreichbar ist, und blickt sarkastisch auf ihre soziale Schicht und die Dörfer im Landesinneren. Eine eigene Welt zwischen Meer und Vulkan, Tradition und Rebellion, Realität und Fantasie. Ein Sammelsurium gelber, rosa, roter oder weißer Häuser klammert sich, scheinbar gegen die Gesetze der Schwerkraft, an den Berghang. Der Roman von Andrea Abreu spielt in einem dieser Dörfer im Norden Teneriffas. Ein Kaff im Grünen ohne besondere Geschichte, in dem sich das Leben in der Vertikale abspielt. Der Nachhauseweg nach der Schule war jeden Tag eine Wahnsinnsanstrengung. Ich weiß noch, wie wir von links nach rechts liefen. Das war so eine Theorie von meinen Freundinnen und mir, dass wir im Zickzack leichter hochkämen. Irgendwann habe ich verstanden, dass an den steilsten Hängen die ärmsten Leute lebten. Und dass es ein Privileg war, im Flachen zu wohnen. Im Norden leben die Nachkommen der Ureinwohner der Insel. Viele sind Kleinbauern. Die privilegierteren Küstenbewohner nennen sie Magos. Mago oder Maga ist ein Schimpfwort für alle, die auf dem Feld arbeiten, die unkultiviert und ungebildet sind.
Ich mag es, wenn man mich Maga nennt, denn ich fühle mich der Natur sehr nahe und bin eine Rebellin. So wie die Ureinwohner, die vor den spanischen Siedlern in die Berge flohen. Seit den 1960er Jahren haben viele dieser Magos ihre Felder für ein neues Eldorado verlassen, das seitdem die Strände der Inseln verschlingt, den Tourismus. Die meisten aus meinem Dorf arbeiten in den Hotels im Süden. Sie sitzen fast den ganzen Tag im Auto. Sie sind Kellner, Köche, Putzfrauen oder Zimmermädchen. Es ist seltsam. Das Bild, das man von den Kanaren hat, Sonne, Meer und Strand, ist das Gegenteil von den Orten, an denen die Menschen leben, die diesen Mythos am Leben halten. Inspiriert von ihrer eigenen Kindheit als Tochter einer Putzfrau und eines Hotelbaustellenbauarbeiters, erzählt Andrea Abreu von einem Alltag, in dem die Eltern meistens abwesend sind. Die Großmütter haben das Leben hier am Laufen gehalten. Denn die Großväter waren wie die Eltern bei der Arbeit oder saßen in der Kneipe, tranken Wein und spielten Karten. Die Großmütter und die kleinen Mädchen haben etwas gemeinsam. Sie befinden sich an den beiden äußeren Momenten des Lebens, am Anfang und am Ende. Dadurch haben sie mehr Freiraum zu experimentieren, seltsame oder exzentrische Dinge zu tun. Man könnte sagen, diese Mädchen sind alte Frauen in einem jungen Körper, weil sie die Kultur, das Wissen über die Natur und das Kochen direkt von ihren Omas übernehmen. Euphrasia bekreuzigte sich und ich wusste nicht, was ich tun sollte und bekreuzigte mich auch, aber ganz klein, wie wenn man jemandem winkt, der nicht zurückwinkt und man sich dann verlegen die Wange kratzt. Sie bekreuzigte Isora und fing an, zu ihr zu sprechen. Christus hat am Kreuz gelitten, ist am Kreuz gestorben und Isora schaute sie mit aufgerissenen Augen an wie ein Barsch. Anders als meine Freundinnen wusste ich nicht, wie man betet. Dieses Grundwissen der Kinder aus anderen Familien, denen Religion wichtiger war, fehlte mir. Ich beneidete meine Freundinnen, die in der Kirche aktiv waren, die der Jungfrau Maria Zweige brachten. Denn damals spielte sich ein Großteil des sozialen und kulturellen Lebens der Dörfer im Norden Teneriffas rund um die Kirchen, auf den Kirchplätzen ab. Die alten Frauen sind erbitterte Verfechterinnen ihrer frommen und abergläubischen Traditionen und bremsen die Emanzipationsversuche der beiden Mädchen aus. Damals glaubte ich, dass man diesen Teil des Körpers mit dem bösen Blick belegte. Den Teil mit Mimi und Po und den Haaren an den Beinen, von denen ich wollte, dass meine Mutter sie mir rasierte. Das tat sie aber nie. Isora und ich machten viele Sachen an diesem Teil des Körpers, von den Füßen bis zum Bauch. Vielleicht hatte der böse Blick ja damit zu tun. Es ging darum, jeglichen Genuss einzuschränken. Sexuellen Genuss, die Lust am Essen, aber auch die simple Freude daran, ein kleines Mädchen zu sein, zu spielen und wild zu sein. Dabei sind Mädchen in ihrem Inneren wild. Aber in einer Umgebung, wo alle Nachbarinnen einen kennen, muss man die Fassade aufrechterhalten. Nicht nur katholische Frömmelei speist die Fantasie der Figuren im Buch. Im Schatten des Vulkans Pico del Teide sind auch mündlich weitererzählte Geschichten noch sehr lebendig. Durch diesen Wald, in dem Andreas Vater aufwuchs, huschen in den Erzählungen Hexen, Kobolde oder Teufel in Hundegestalt mit lüsternen Augen. Ich verbringe viel Zeit allein im Wald. Ich gehe spazieren und suche Pilze. Manchmal habe ich das Gefühl, dass mich jemand beobachtet, aber ich versuche das nicht zu beachten. Als ich Kind war, sagte man uns, man darf die Angst nicht beachten, denn wenn man sie zu lange ansieht, verfolgt sie uns. Das glaube ich noch heute. Als ich klein war, kamen meine Onkel, meine Cousins und meine großen Brüder im Haus zusammen, um sich Geschichten zu erzählen. Sie versammelten sich in der Küche, wir machten Feuer, kochten Eintopf und hörten uns all die Geschichten an, die sie in den Bergen erlebt hatten. Sie haben sich tief in uns eingeprägt. Die Ruinen einer Anlage zur Grundwassergewinnung mitten im Wald werden noch immer von den Geschichten derjenigen heimgesucht, die hier einst schufteten.
Manuel hörte eine Stimme, die sagte, ich bin schwer, Manuel, ich bin schwer. Er schaute und plötzlich sah er, es war das Reh, das er trug, das sprach, also warf er es zu Boden. Als es da lag, merkte Manuel, dass das, was er getragen hatte, kein Tier war. Es war der Teufel höchst selbst. All diese Dinge, die so außergewöhnlich klingen, als kämen sie aus einem Horrorfilm, waren Teil meines Alltags. Mein Vater erzählte sie mir so, als seien sie Leuten passiert, die er kennt. Im Laden brüllte Chela herum, dass man schier gottesfürchtig werden konnte. Diese Drecksnutten haben schon wieder vor den Laden geschissen. Sie sprach von den Hexen vom Berg, als würde sie sie schon immer kennen. Manchmal erzählten die Frauen aus dem Viertel davon, dass sie, wenn sie als Kinder auf dem Berg Kiefern reisig sammelten, die Hexen sehen konnten, die sich langhaarig und nackt an den Kiefern rieben. Mein Vater erzählte mir, dass man auf dem Boden oft Hexenscheiße findet. Und ich habe ihm immer geglaubt, dass das stimmt. Selbst heute bin ich noch nicht ganz sicher, ob es wahr ist oder nicht. Deshalb glaube ich, dass es in meinen Texten und generell in meiner Art, aufs Leben zu schauen, immer eine gewisse Mehrdeutigkeit zwischen dem Rationalen und dem Irrationalen, zwischen dem Magischen und der Realität geben wird. Als Andrea Abstand zu ihrer Herkunft gewinnt, wird ihr klar, dass diese überlieferte Kultur das Zeug zum literarischen Stoff hat. La Laguna, einige Dutzend Kilometer entfernt, ist schon eine ganz andere Welt. In die Kolonialstadt mit ihren prunkvollen Gebäuden kommen Studierende von überall auf den Kanaren. Ich war die Erste in meiner Familie, jedenfalls meiner Familie mütterlicherseits, die an die Uni gegangen ist. Und ich spürte eine große Verantwortung, weil ich fühlte, ich muss kulturell für meine Familie und für meine Herkunft einstehen. Während ihres Journalistikstudiums Anfang der 2010er Jahre bildet Andrea ihr politisches Gewissen in feministischen Kollektiven und alternativen Treffpunkten, wie dem Café Siete. Wie läuft's mit deinem Roman? Hat lange nicht gefragt. Ganz gut. Ich habe ja bisher vor allem Gedichte geschrieben. Da habe ich schon angefangen, mich mit Dialektfragen zu beschäftigen. Also mit der Wichtigkeit unserer mündlichen Alltagssprache, dieser Lumpensprache, wie wir sagen. Viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller unserer Generation beschäftigen sich nicht so sehr mit der kanarischen Identität im Allgemeinen, sondern eher mit ihrem eigenen Kanarischsein. Wir versuchen nicht von außen auf uns zu blicken, sondern von innen. Durch Gespräche mit Aida oder mit anderen Freundinnen aus der Arbeiterschicht ist mir klar geworden, dass wir unterrepräsentiert sind oder dass Texte von Schriftstellern aus sozial oder geografisch benachteiligten Milieus der Kanarischen Insel sogar ganz fehlen. Um die Perspektive der Arbeiterklasse literarisch darzustellen, nutzt Andrea die Alltagssprache, die sie kennt. Die Dialoge zwischen ihren jungen Romanheldinnen schöpfen aus der gesprochenen Sprache im Dorf und der Sprechweise ihrer Generation. Es wird oft gesagt, dass wir Jüngeren die Sprache kaputt machen, weil wir viele Abkürzungen benutzen. Ich glaube aber, dass das der Sprache eher zugutekommt, weil es sie weiterentwickelt. Ich will die Lebensrealität der jungen Menschen hier nicht ausblenden. Also suche ich nach Wegen, treffend über uns zu schreiben. Ich ging früh ins Bett, damit ich in Ruhe an den Strand denken konnte. Die alten Frauen waren die einzigen, die uns begleitet hätten, weil Isora ihnen den letzten Nerv raubte. Aber sie hatten kein Auto und keinen Führerschein. Und sie würden sicher nicht mit uns zu Fuß gehen. Es waren nämlich fast 3 Stunden an der Hauptstraße entlang. Für die Mädchen im Roman ist das Meer, wie für viele Kanarenbewohner aus dem Hinterland, ebenso allgegenwärtig wie unerreichbar. Rund um den Ort Garachico im Norden der Insel gibt es nur wenige Strände. In den Hohlräumen des vulkanischen Felsgesteins gibt es allerdings eine Art natürliche Schwimmbecken, genannt Charcos. Diese Charcos haben eine große soziale Bedeutung.
Denn mehr als alles andere sind sie die Vergnügungsorte der Arbeiterschicht. Hier geht es gesellig zu. Man achtet nicht so sehr auf Äußerlichkeiten. Es gibt ein bisschen mehr Freiheit. Man kann seinen Hund mitbringen oder sich sogar etwas zu essen machen. Auch jetzt, wo ich erwachsen bin, bin ich immer noch wie besessen davon, nah am Meer sein zu wollen. Denn dass ich aufgrund meiner Klassenzugehörigkeit nicht das Recht hatte, an den Strand zu gehen, wann immer ich wollte, hat sich für mich lange wie eine Art Freiheitsentzug angefühlt. Auch heute noch bin ich dankbar, das Wasser berühren zu können und die Freiheit zu haben, jeden Tag meines Lebens zum Meer zu gehen, wann ich will. Wir kamen zu Doña Carmens Haus und ihr kleiner Kläffer kam raus auf die Straße. Ich ging weiter bergab. So weit war ich noch nie gekommen. Alles leuchtete und war warm und man sah den Strand ganz nah. Wie Andrea Abreu hat auch Amaro Pargo schon jung Karriere gemacht. Aber nicht als Autor, sondern als Pirat. Kaum zu glauben. Er war der berühmteste aller spanischen Piraten, Amaro Pargo. In der Zunft der Korsaren spielte er in einer Liga mit Blackbeard oder Francis Drake und wurde doch vergessen. Zurück ans Tageslicht holt ihn ein Designer für Videospiele, dessen Recherchen zu Assassin's Creed Black Flag führen zu Amaro Pargos Ruhestätte, wo dieser seit 1747 liegt, in der Klosterkirche Santo Domingo in San Cristobal de la Laguna. Und Amaro Pargo war kein gewöhnlicher Seeräuber. Zunächst einmal ist er ein Kind aus gutem Hause. Seinen Eltern gehören mehrere Ländereien auf Teneriffa. Allein deren Überreste lassen den Einfluss der Sippe erahnen. Also hochwohlgeborener Freelance-Seeräuber anstelle der üblichen heruntergekommenen Standardpiraten. Amaro ist hip und cool. Material für jede französische HEC, also Elite-Uni. Mit den Antillen handelt er Gewürze, Kaffee, Schokolade und auch Sklaven. Seine Umtriebe machen ihn zu einem der reichsten Kanaren. Und wie bei allen Piraten liegt wohl auch ein Teil seiner Beute noch irgendwo auf Teneriffa. Einzigartig war er auch in Herzensdingen. Mochten seine Kollegen eine Flamme in jedem Hafen haben, für Amaro Pargo gab es nur die eine. Und mit der stellt er die Macrons und so einige andere Pärchen locker in den Schatten. Denn sie ist 35 Jahre älter als er. Und bereits vergeben. Seine Angebetete ist eine Braut Gottes. Schwester Maria de Jesus. Als sie stirbt, baut er ihr diesen Sarkophag, der noch immer im Kloster von Santa Catalina in La Laguna steht. Seine Liebe blieb folgenlos. Als Amaro Pargo 1747 mit 69 Jahren aus dem Leben scheidet, endet auch seine Linie. Er bleibt kinderlos. Doch wenigstens ziert sein Grab, wie es dem ungewöhnlichsten aller Piraten gebührt, das Wappen seiner Zunft. Jetzt geht es nach Bolivien, zu den Yampara. Einer von ihnen ist der frühere Präsident Evo Morales. Doch bis dahin war es ein langer und harter Kampf. Das hier ist ein historischer Ort für uns Yampara, denn hier fand die Schlacht von Jumbate statt. Hier haben die indigenen Yampara gegen die spanische Königsarmee gekämpft. Ihre jahrtausendealte Stimme hat sich erst seit kurzem Gehör verschafft. Es ist die Stimme der Yampara, einem indigenen Volk aus der Region von Sucre, der administrativen Hauptstadt Boliviens. Seit der Unabhängigkeit von der spanischen Krone 1825 gab es im Land lange Zeit nur eine Version der Geschichte, in der Simón Bolívar und Antonio José de Sucre die Helden sind. Indigene, Mestizen und Frauen dagegen werden nicht erwähnt. Heute stellen die Nachfahren dieser vergessenen Helden die offizielle Version der Geschichte in Frage. Wir Indigenen haben unsere eigene Sicht auf die Geschichte der Unabhängigkeit. Von wessen Unabhängigkeit ist überhaupt die Rede? Musik
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts trägt die Stadt Sucre noch ihren indigenen Namen, Chuquisaca. Seit der Ankunft der Spanier drei Jahrhunderte früher ist hier das Zentrum ihrer Verwaltung, ihrer Kirche und ihrer Justiz. Es ist der Sitz der mächtigen Audiencia Real de Charcas, des zweithöchsten Gerichts in Südamerika, dessen Präsident den spanischen König direkt vertritt. Es war eine Stadt mit einer sehr strengen Klassenordnung. Zuerst war da die Regierung, die ausschließlich aus Spaniern bestand. Darunter die Verwaltung, Menschen, die in der Stadt oder der Region geboren waren und deshalb keine politische Rolle übernehmen durften. Und die niedrigste soziale Klasse. Das waren Mestizen und Indigene. Die renommierte Universität San Francisco Javier formt die Kinder der Eliten des ganzen Kontinents. Jura, Sprachen, Philosophie. Die vielseitige Ausbildung schärft ihren kritischen Geist. Hier hat man begonnen, die Schriften der französischen Aufklärer zu lesen. Das Besondere an den Verwaltern von Chuquisaca, dem früheren Sucre, war, dass sie Latein und Französisch konnten. Sie waren darüber auf dem Laufenden, was in Europa passierte. So haben es die Ideen der französischen Revolution bis hierher geschafft. Sie haben sich verbreitet, wurden in dieser Einrichtung vorgelesen und in sehr geheimen Treffen diskutiert. Denn der Sturz der Monarchie war auch hier schon ein Thema. '1808 gerät die Krone ins Schwanken. In Madrid erobert Napoleon den Thron. Das führt auch auf der anderen Seite des Atlantik zu Spannungen. Die Eliten lehnen sich auf. Es fehlt nur ein Funke, damit die Rebellion sich ausbreitet. Am 25. Mai 1809 versammeln sich die Menschen auf der Plaza de las Armas, später Platz des 25. Mai, unter dem Geläut der Glocken der Stadt. Das hier ist eine der Glocken, die man zusammen mit denen der Kathedrale geläutet hat, um das Volk aufzurufen, sich zu erheben. Glockenläuten war ein typisches Alarmsignal der kolonialen Völker. Und so auch an diesem Tag. Es heißt, die Glocke habe so stark geläutet, dass sie gebrochen sei. Lange Zeit endete die Nationalgeschichte mit der Rebellion der Eliten der Stadt. In Wirklichkeit bekommt die Kolonialmacht jedoch an allen Ecken und Enden Risse. Auf dem Land kämpfen andere Völker über Jahre für die Unabhängigkeit. Die indigenen Guerillas in den Dörfern und Bergen werden immer mehr. Etwa 60 Kilometer von Sucre entfernt findet 1806 eine historische Schlacht statt. Mangels Stärke und Waffen nutzen die Yampara ihren Heimvorteil. Sie kennen das Gebiet in- und auswendig und gehen strategisch vor. Ihre Taktik führt sie zum Sieg in dieser Schlacht, der Schlacht von Jumbate. Das hier sind die Carretas-Berge.
Genau hier fanden die Kämpfe statt. Sie haben ihre Ponchos benutzt, um die Spanier in die Irre zu führen. Sie haben sie an Büsche gehängt, um sie wie Jampara aussehen zu lassen. Die königliche Armee ist darauf reingefallen und hat immer wieder auf sie geschossen. Aber es waren ja nur Ponchos. Die Indigenen haben sich währenddessen in den Bergen versteckt und darauf gewartet, dass den Spaniern die Munition ausgeht. Als es soweit war, haben sie sich mit ihren Stöcken und Steinschleudern auf die königliche Armee gestürzt. Mit allem, was sie hatten. Voller Wut und in Rage rissen die Jampara ihren Feinden die Herzen heraus, als Symbol des Sieges. Die Jampara haben dabei geholfen, die Spanier in die Flucht zu schlagen. Doch erst heute hat sich ihr Sieg einen Platz in den Geschichtsbüchern erkämpft. Wir waren Studienobjekte. Wir hatten nie eine aktive Rolle bei der Geschichtsschreibung. Dabei können auch wir erzählen und schreiben, und zwar unsere eigene Version der Geschichte. Für uns stimmt die der Gründung Boliviens so nicht. ...1825 wird die Unabhängigkeitserklärung mit großem Tamtam in Sucre unterzeichnet. Kein einziger indigener Anführer ist dazu eingeladen. Kein Mestize, keine Frau. Bolivien entsteht aus einem Akt der kolonialen Diskriminierung. Dabei hat eine vergessene Heldin die ausschlaggebende Rolle gespielt. Juana Azurduy, Tochter eines spanischen Landbesitzers und einer Indigenen. Sie führte Truppen aus der ganzen Region in den Kampf. An der Spitze von 6000 Kriegern, Indigenen und Mestizen gewann sie mehr als 30 Schlachten. Sie hat ihr altes Leben aufgegeben, aus Leidenschaft für die Politik, um für eine Sache zu kämpfen. Sie wollte Veränderung und war überzeugt davon, dass ein anderes Zusammenleben möglich ist. Dass all diejenigen, die in der Region leben, koexistieren können. Für mich steht Juana für Freiheit. Juana Azurduy stirbt Ende des 19. Jahrhunderts. Erst 100 Jahre und eine weitere Revolution später bekommen Frauen, Mestizen und Indigene 1952 das Wahlrecht. Heute versucht man, das wieder gut zu machen. Das Porträt von Juana Azurduy schmückt nun die Straßen von Sucre. Piti Campos hat die Heldin auf der Leinwand verkörpert und wurde zum Star. Juana Azurduy ist wie die Essenz oder die Seele Boliviens. Diese unaufhörliche Mischung aus dem, was indigen ist und was nicht. Die Vermischung, die es hier so deutlich gibt. Wurzeln, die sich verweben. Dazu gehört auch eine Entscheidung zu treffen, an einen Ort zu gehören und sich mit ihm zu identifizieren. Egal, ob deine Ursprünge an verschiedenen Orten liegen. Ich glaube, dafür steht sie, für diese Vermischung. Carreta soroko wasapichu, verde esta wanyu chere kanku hayau, verde esta wanyu chere kanku, pututu suakamu sahtinchu, pututu suakamu sahtinchu. Son con kutami korkanku hayau, son con kutami korkanku. Amalaya wau kenchista. Jedes Jahr am Ende der Regenzeit feiern die Jampara ihr Land, für das sie in zahlreichen Schlachten gekämpft haben.
Ein alter zeremonieller Tanz, der Pukljai, verbindet sie mit ihren Ahnen und der Mutter Erde, von der sie leben. Dieses Ritual erinnert an das Blut, das für ihren Erhalt vergossen wurde. Wir feiern auf diese Weise, weil es sehr wichtig ist, daran zu erinnern. Sie haben sich durch den Krieg befreit, aber auch durch ihre Intelligenz. Vor allem durch ihre Intelligenz. Deshalb ruht der Geist der Yampara heute vor allem auf der Zukunft. Auf Bildung, damit die neue Generation ihre Wurzeln zu schätzen weiß. Damit sie nicht vergisst und diese Traditionen fortsetzt. Neun wurde die politische, wirtschaftliche und kulturelle Anerkennung der Indigenen von Evo Morales, dem ersten Präsidenten indigener Abstammung, in einer neuen Verfassung verankert. Das Land erkennt darin seine 36 indigenen Nationen und ihre Sprachen an und nennt sich heute offiziell Plurinationaler Staat Bolivien. Falls Sie einmal nach Kep in Kambodscha kommen, werden Sie im Wasser eine riesige Krabbenskulptur sehen. Etwas kitschig. Auf die Krabbe ist man hier sehr stolz. Es gibt sie als Statue und als Gericht. Und kaufen kann man sie auf einem Markt, wo es nur Krabben gibt. Dort treffen wir Soki für unser Rezept des Tages. Das hier ist eine Anlegestelle für die Fischerboote. Hier verkaufen die Fischer ihre Krabben an die Händler. Und die bieten sie dann den Touristen an. Bei der Auswahl sollte man auf gut gefüllte, schwere Krabben achten. Am besten sind die weiblichen. Auch bei den Krabben gibt es Weibchen und Männchen. Das hier ist ein Mädchen und das ein Junge. Man kann das am Bauch erkennen. Das Weibchen ist meist etwas dicker. Danke und auf Wiedersehen. Als erstes putze ich die Krabben. Dafür schäle ich sie und breche sie in zwei. Am besten kauft man lebende Krabben. Dieses Krabbenrezept mit grünem Pfeffer ist eine Spezialität aus Kep und Kampot. Die beiden Städte liegen im Süden des Landes am Meer und sind berühmt für ihre Pfefferplantagen. Die Leute kommen von überall, nur um unsere Krabben zu kosten. Das A und O für dieses Gericht sind die frischen Zutaten. Wir Frauen in Kambodscha bringen uns das Kochen meistens selbst bei, denn unsere Eltern arbeiten fast alle auf dem Feld. Sie gehen in der Früh aus dem Haus und kommen erst spät abends heim. Meine Eltern gaben mir immer Geld für die Einkäufe. Ich musste dann improvisieren. Anfangs konnte ich nur Omelette und gekochte Eier machen. Die Krabbenscheren zerdrücke ich leicht, damit sie in der Pfanne die Soße aufsaugen. Das sind alle Zutaten für die Soße. Limettenblätter, Thai-Ingwer, Schalotten, Knoblauch und Chinalauch. Für unser Rezept gehen wir jetzt grünen Pfeffer aus unserer Pflanzung ernten. Wenn die Pfefferbeeren sich dunkler färben, ungefähr wie diese hier, sind sie bald reif für die Ernte.
Diese Traube hier ist perfekt für unser Gericht. Ich gebe einen Schöpfer Öl in die Pfanne. Dazu gehackter Knoblauch und Schalottenwürfel. Dann rühre ich gut um. Jetzt kommt etwas Fischschwung dazu und ich rühre weiter. Noch 2 Esslöffel Palmzucker. Jetzt werfe ich die Krabben ins heiße Fett. 10 bis 15 Minuten kochen, dann sind sie gut durch. Das ist lecker. Schön knusprig und mild, weil es mit ganz grünem Pfeffer gekocht ist. Die Krabbe esse ich jetzt mit der Hand. Es schmeckt sehr gut. Mit dem linken Fuß in einen Hundehaufen zu treten, soll Glück bringen. In London kann es ihr Leben verändern, denn dort kann Hundekot Gold oder zumindest Geld wert sein. Falls Sie also investieren wollen, die kuriose Geschichte. Das südlich der Themse gelegene Viertel Bermondsey ist heute eines der angesagtesten Viertel Londons. Man flaniert an Restaurants und schicken Geschäften vorbei. Ein Ort für Kreative. Rundherum sind frühere Lagerhallen zu Lofts umgebaut worden. Aber am glücklichsten sind hier die Hunde. Sie können sich in den Parks mit den Blumenrabatten frei bewegen. Das quirlige Viertel Bermondsey war übrigens mal ihr Revier. Ihre übelriechenden Hinterlassenschaften waren heiß begehrt. Katie Wignall, Touristenführerin in London, versetzt uns ins 19. Jahrhundert zurück, als die Lederindustrie ihre Hochzeit erlebte. Leder ist solide, langlebig und wasserabweisend. Daraus wurden viele Gebrauchsgegenstände gefertigt, insbesondere Pferdezubehör. Es gab Hunderttausende von Pferden in London. Man verwendete es aber auch für Stiefel, Schuhe, Kleidung, Bucheinbände. Bermondsey im Süden Londons war zu der Zeit ein richtiges Industriegebiet. Es gab zahlreiche Fabriken, vor allem Lederfabriken. Davon gab es Dutzende. Damals, so ist überliefert, schlug einem hier ein furchtbarer Gestank entgegen. Um die Fabriken am Laufen zu halten, benötigt man ein sehr ungewöhnliches Material. Die Gerbereien verwendeten bei der Lederherstellung Hundekot. Er wurde wegen seiner alkalischen Bestandteile geschätzt. Er wirkte adstringierend, sorgte dafür, dass die Häute sich zusammenzogen und hatte einen reinigenden Effekt. Trotz seines Gestanks bewirkte er seltsamerweise, dass das Leder anschließend besser roch. Dementsprechend entsteht rund um den Hundekot ein ganzer Industriezweig. Ein neuer Beruf wird geboren. Hundekotaufsammler. Die Leute sammelten Hundekot und bekamen von den Gerbereien dafür Geld. Die Aufsammler waren auf der Straße leicht zu erkennen. Sie trugen in der Regel einen großen Henkeleimer mit sich herum, mit Deckel, um den Inhalt zu verbergen. Manche trugen auch einen dicken, schwarzen Lederhandschuh. Andere verzichteten auf den Handschuh, weil der so schwer zu reinigen wäre. Sie sammelten den Kot mit der bloßen Hand auf. Die Sammler laufen die Mauern ab, durchsuchen jede Ecke, jeden Winkel, inspizieren Baumstämme. Die Londoner Trottoirs werden zu einem Freiluftmarkt für Hundekot. Haustiere, insbesondere Hunde,
erfreuten sich in der viktorianischen Zeit großer Beliebtheit. Aber ihr Unterhalt war teuer. Nur die reichsten Familien konnten sich erlauben, sich Hunde als Haustiere zu halten. Aber es gab viele frei herumlaufende Hunde. Man konnte also in den meisten viktorianischen Straßen eine Menge Hundehaufen finden. Da jeder diese Tätigkeit ausüben kann, arbeiten auch Frauen und Kinder als Aufsammler. Für sie ist es ein Mittel, ihre Armut zu überwinden, da sie ähnlich entlohnt werden wie die Arbeiter. Es war eine sehr unangenehme und dreckige Tätigkeit. Und in der viktorianischen Zeit legte man großen Wert auf Sauberkeit. Doch man konnte mit dem Aufsammeln von Hundekot tatsächlich ganz ordentlich verdienen. Die Gerbereien bezahlten 4 oder 5 Schilling für einen Eimer Exkremente. So konnte man 10 bis 15 Schilling in der Woche verdienen. Das war ein annehmbarer Verdienst. Und der Job war sicherer als manch anderer. Um 1800 herum waren es vor allem Frauen, die Kot aufsammelten. Aber dann sprach sich herum, dass man damit Geld verdienen konnte. Also begannen auch viele Männer dieser Tätigkeit nachzugehen. Und schon bald gab es nicht mehr genug Hundehaufen für alle. Daraufhin versuchen die Gewieftesten, sich einen Vorteil zu verschaffen, egal wie. Die unterschiedlichen Exkremente, die man auf der Straße fand, waren nicht alle gleich viel wert. Einige Gerbereien bevorzugten bestimmte Köttel. Sie sollten trocken sein und von einer kreideartigen Konsistenz. Um einen höheren Preis zu erzielen, fügten einige Aufsammler den Kötteln tatsächlich noch etwas bei, wie zum Beispiel Wollfasern, als eine Art Mörtel, um sie teurer verkaufen zu können. Das Geschäft mit dem Kot floriert. Die Ganzgewieften nutzen für ihr Auskommen eine garantiert unerschöpfliche Quelle. Am meisten Profit machten jedoch diejenigen, die Zugang zu Hundeheimen hatten. Sie verfügten über regelrechte Lager und belieferten die Gerbereien direkt. Doch im Laufe der Jahre flaut die Begeisterung ab. Man findet heraus, wie sich das fragliche Mittel chemisch herstellen lässt. Der Köttel kommt aus der Mode. Mitte des 19. Jahrhunderts tauchten die ersten Straßenkehrer auf. Die Müllwerker, wie wir heute sagen. Sie übernahmen die Arbeit der Hundekotaufsammler. Nun liegen die Exkremente wieder auf den Straßen Londons. Man sammelt sie nicht mehr wegen ihres Werts auf, sondern aus Bürgersinn. Unser Rätsel ist viele Hundehaufen wert. Mit welchem Gegenstand konnten in Kalifornien Anfang des 20. Jahrhunderts Todesfälle durch Ertrinken reduziert werden? Mit dem Surfbrett. 1925 rettet Duke Kahanamoku, ein Surfer aus Hawaii, mit seinem Board 8 Menschen vor dem Ertrinken. Seine Heldentat überzeugt die Stadt, an den Stränden Rettungsstationen einzurichten und sie mit solchen etwas kleineren Surfbrettern auszustatten. Für Generationen von Touristen das Wahrzeichen Kaliforniens. Meinen Badeanzug hatte ich leider nicht dabei. Deswegen sage ich nur, a bientôt. Bis bald.